Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge meines Let's Plays Ostalgie auf der Petite Île der kleinen Insel Snuba. Ja, es ist Mitternacht. Ich hoffe jetzt auch, es ist nicht zu dunkel bei euch und ihr könnt was erkennen. Ich wollte mir ja, wie gesagt, mal die Map bei Nacht angucken, also wie es mit der Beleuchtung aussieht. Ah, guck mal. Wunderschön, die Unterstände taghell erleuchtet. Der Helfer hier war auf Feld jetzt auch. Auf Feld auch. Auf Feld 10 auch fertig mit Ansehen. Oh. Das war nix. Nee, halt, ich mach sie lieber wieder voll. Erst auffüllen, dann wegräumen. Saatgut ist voll, dann machen wir noch Dünger rein. Schade, dass die sich nicht, ja, dass wir die nicht auf, ja, hochmachen und absenken kann. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten bin ich mit der eigentlich ganz zufrieden. Ich hatte eine, die war auch so ähnlich. Da, wo ich in der letzten Folge, ja, die seltsamen Muster ins Feld gemacht habe. Aber da hat es leider die Füllplane vom Dünger und vom Saatgut so durch die Metalldeckel durchdrückt und das sah echt doof aus. So. Ich würde sagen, wir lassen den jetzt einfach mal da. Ja, hier habe ich die Wiese jetzt komplett abgemäht. Das war die letzte Graslieferung. Das werden wir auch noch schnell verdichten. Bei der Hilde. Festbeleuchtung ist an. Ah, schade, dass da die Lampen nicht an sind. Man sieht also bloß den Lichtkegel vorne und hinten. Aber sieht doch schon ganz gut aus, mein Fahrsilo hier, oder? Kein Vergleich zu meinem spitzigen Alpensilo auf meinem Hauptbetrieb in Fuchshausen, Hof Bergmann. Gehen wir jetzt da die Böppels nur raus. Ja, ihr seht auch, ich habe Hilde nackig gemacht, also das Schild habe ich erstmal weg. War ja sowieso bloß im Weg, noch brauchen wir es nicht. Ich glaube, das ist ganz gut so, oder? Können wir zudecken. Und dann darf die Hilde auch wieder ins Koma fallen. So. Wurde abgedeckt. Sehr schön. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Darf Hildchen jetzt hier ihre wohlverdiente Nachtruhe genießen. Ja, und Mitternacht, das heißt, wir können mit der Schweinefutterproduktion anfangen. Ihr seht es auch hier auf dem Schild, es hat jetzt umgeschaltet. Wareneingang hat geöffnet, der Warenausgang ist zu. Da wird man also jetzt bis morgen früh um 7 nichts bekommen. Licht sollte ich nur anmachen. Halt, da geht's raus. Ne, wir wollen zum. Wo stellen wir denn den jetzt so lang hin? Den nehmen wir jetzt schnell mit runter zum Viehhof.
Also wie gesagt, ich hoffe, das geht bei euch jetzt. Bei mir ist es relativ hell. Aber wenn ihr halt dann gar nichts oder fast nichts erkennen könnt, dann sagt mir das bitte. So. Jetzt brauchen wir unser kleines Fässchen. Ihr seht, mein Kontostand hat schon wieder abgenommen. Ich hatte nämlich noch einen Kredit offen von 185.000. Den habe ich auch abbezahlt. Dann habe ich mich hier schon mal bewaffnet mit einem Heuwender und einem, ja, Schwader. Nehme ich mal an. Das machen wir aber jetzt natürlich nicht nachts. Das machen wir dann tagsüber. So, jetzt werden wir uns erstmal Wasser holen. Und Diesel braucht die Produktion auch zum Anlaufen. Oh. Aber da ist natürlich die Frage, womit transportieren? Wenn das jetzt wirklich, also wenn die Fabrik so arg viel braucht, ich meine, da passen jetzt 10.000 Liter rein. Wir können mal gucken, was haben wir denn an Fässer im Angebot? Wo sind sie denn? Güllefässer braucht man nicht. Wo sind die Fässer? Spitzen, Striegel, diverses. Da ist es nicht. Wo habe ich denn die? Warum hatten die nicht eine eigene Kategorie? Güllefässer, glaube ich, sind sie nicht. Oder doch? Nee, das sind die Güllefässer. Da haben wir ja die kleine rote Gulaschkanone hier. Bin ich jetzt blind? Wo sind meine Wasserfässer? Unter diverses war es nicht. Unter Tiere vielleicht? Ja. Ja gut, das kann 7300. Das ist also noch kleiner. Da hätten wir dann ein ganz großes. Ob sich das lohnt, ist die andere Frage. Aber ich hatte doch noch eins. Bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, unter Kipper war das. Ja, da ist es. Ne, 6000 Liter. Das ist leider noch kleiner. Also dann vielleicht doch investieren. Und jetzt muss ich aber nur mal gucken. Unter Tiere haben wir gesagt, gell? Wo ist denn der? Da. 25.000 Liter. Ja, kann kein Diesel. Nee, Wasser, Milch und Flüssigdünger. Dann gehe ich mal stark davon aus. Ich muss noch mal in den Shop gucken. Entschuldigung. Der kann es auch nicht. Nein. Oder das vielmehr. Das Fass. Kann es auch nicht. Ja, dann wird es wahrscheinlich doch der Tank werden. Nein. Hier ist Wolle. Gelbe Punkt, Snoo. Fahr einfach zum gelben Punkt. Ich glaube, da kann man nichts abkippen. Wo kippe ich da? Oder? Jetzt ist die Frage, wo füllt man es auf? Nee. Eigentlich auffüllen andere Seite, gell? Ist hier irgendwo ein Anschluss oder sowas, wo man dran fahren kann? Da vielleicht? Wasser oder Diesel? Das ist jetzt die Frage. Das hier ist auch nicht.
Bin bestimmt jetzt schon dreimal dran vorbeigefahren. Wieso wollt ihr denn mein Wasser nicht haben? Ich habe hier 1A Premium Qualitätswasser. Hallo? Weiter reinfahren vielleicht. Wir fahren einfach mal weiter rein. Das ist aber gar nicht so einfach mit dem kleinen Fass. Ah, hier, okay. Wasser abladen. Alles klar. Haben wir denn da irgendwo so Infotafel, wie viel von was drin ist? Wahrscheinlich hier? Da. Ja, natürlich. Nehmen wir halt die so lang, gell? Sogar schön beleuchtet. Oh. Oh. 50.000 Liter Sojabohnen passen rein. 90.000 Liter Wasser und 20.000 Treibstoff. So, jetzt ist natürlich die Frage, womit fahren wir jetzt Diesel spazieren? Also Kottefass ist... habe ich hier, glaube ich, sowieso nicht drauf. Da sträube ich mich auch so ein bisschen dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Güllefester war ja keins dabei, gell? Von den Alten, da kann auch keins. Nee, die können es nicht. Kann es auch nicht. Nee. Joskin kann es auch nicht. Der kann es nicht. Der ich habe gar nichts zum Diesel rumfahren. Da wird mir dann wohl nichts anderes übrig bleiben. Gibt es denn eigene? Naja gut, außer halt der da. Aber 3.750 Liter? 8.000. Der kann. Der alte Tag. Oh Gott, das ist ja ein Drehschimmel. Und da muss ich wahrscheinlich dann auch da rückwärts rein. Oder vorwärts rein und dann komme ich rückwärts nicht mehr raus. Das sind wieder Probleme. Das sind nur Probleme. Ja, fahren wir nur einen winzig kleinen Umweg. Läuft alles unter Map-Erkundung. Ich glaube, wir machen das so. Wir mieten uns erstmal das komische Dings da unter Diverses und dann werden wir mal ausprobieren, wie hoch der Dieselverbrauch da ist. Ich glaube, so machen wir das. Dann mache ich das jetzt erstmal nur mal voll und lasse es dann oben am Weg stehen. Während das auffüllt, können wir schon mal ein Fass mieten für Diesel. Ich hoffe, das kann man dann hier auf dem Hof auffüllen. So, also. Da war's. Genau. Auswählen. Farbe ist egal. Mieten. Jawohl. Und dann braucht man der Händler. Ne, die Ballenpresse kann da unten stehen bleiben. Die will ich jetzt noch nicht. Wo ist es denn? Echt jetzt. Zurücksetzen. So. Gucke, kann man das hier? Eigentlich müsste es hier sein, gell? Jetzt, ja. Hätten wir jetzt eigentlich laut tanken können. Ah,
Also super ausgeleuchtet hier alles, muss man sagen. Taghell, auch in die Unterstände. Das ist gut, das gefällt mir. So, wie sieht's hier aus? Da ist voll. Machen wir das Schlepper auch gleich voll. So. Also das kommt dann auf jeden Fall noch auf meine To-Do-List, dass ich mir ein Fass suche zum Diesel hier transportieren. Auf jeden Fall ein altes, weil das hier also... Nee. Erstens passt nicht viel rein und es passt auch nicht in den Fuhrpark und das andere alte Fass ist ein Drehschema, also geht gar nicht. Wieder falsch. Wieder wohl verkauft. So, wo war denn das jetzt mit dem Diesel? Ich glaube, das war hier. Gucken wir mal, wann wir der Diesel loswerden. Ah, Treibstoff abladen. Okay. Also wie gesagt, einfach, ich werde jetzt mal gucken, wie es aussieht hier mit dem Treibstoffverbrauch. Und dann, ja, auf jeden Fall werde ich ein Fass trotzdem mal suchen. Weil wie viel passen jetzt hier rein, Diesel? 20.000 Liter waren es, glaube ich, gell? Ja, das ist dann auch fast 6-mal fahren, bis das Ding hier voll ist, also... Ist halt dann auch nichts Gelbe vom Ei. So. Jetzt gucken wir nur mal, ob das alles so passt. Zumindest kann jetzt schon mal produziert werden. Das ist auch nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, für diese Folge komme ich zum Ende. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch wenn es eine, ja, Mitternachtsfolge war. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und sage Tschüss.